Mein erster Aufenthalt hier auf Cuatro Colinas, der spanischen Map hier in The Hunter Call of the Wild mit dem neuen Account. Und wir starten hier gerade rein. Das ist quasi das Intro. Es kommt so ein bisschen Story. Und ja, ich mache hier die ersten Schritte auf der Map. Ich bin übelst gespannt, nachdem die Map ja jetzt hier auch komplett überarbeitet worden ist mit neuen Spots, mit neuen Bedürfnisgebieten und mit neu gesetzter Population der Tiere. Ja, ich würde sagen, wir laufen los. Herrliches Wetter hier mitten in Spanien. Wir sind ausgerüstet, wie soll es auch anders sein, mit den neuen Waffen. Zarza, die neuen Waffen im Kaliber 22, im Kaliber 223, im Kaliber 308. Und wir haben natürlich auch als i-Tüpfelchen den dicken, fetten Rhino 5-Jahres-Ballermann dabei, dass wir da auch mal so richtig reinholzen können. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie was Passendes zu haben. Da callt allerdings auch schon ein Kandidat. Den können wir schön mit der 223 jagen. Das erste Reh. Und guck mal da. Wir gehen in die Hocke. 79 Meter. Mit Scope und... Der sollte doch gut in der Lunge drin sein. Ich hoffe nicht, dass wir zu sehr den Knochen getroffen haben. Müsste aber doch passen. Ja, ich bin immer wieder begeistert von den Ballermännern, die jetzt gerade neu reingekommen sind. Nicht, weil sie sich wirklich anfühlen wie, tja, Militärwaffen, sondern eigentlich, weil sie einen geilen Sound haben, wenig Rückschlag haben, sehr präzise, ja, einfach gut reagieren. Also das ist schon so eine sehr schön direkte Waffe. Vom Feeling her hier richtig gut gemacht. Und auch vom Sound her schon satt. Also macht auch richtig Bock. Kann man echt gut verwenden. Speziell natürlich auch die kleinen, die Kaliber 22. Für Level 1 Tiere, aber dann auch jetzt hier, die ich gerade verwendet habe, die 223 ist eben für Klasse, ja, 25%, der müsste schon gleich liegen, für Klasse 2, 3 und 4 und ist es richtig? 2, 3 und 4, genau. Und dann haben wir natürlich die 3, 3, 8 als neue Munitionsart und als neue Waffe. Das Ding haut halt anders übel rein. Mal gucken, ob wir da auch noch zukommen. Hier hatten wir jetzt erstmal das erste Reh jetzt hier gefunden. Im Blumenstrauß hat es sich niedergelegt. Und ja, wie soll es auch anders sein? Hat gut funktioniert. In die Lunge rein. Hier wäre tatsächlich nochmal zu überlegen, ob man mit dem vielleicht doch nochmal die höhere Aufpilzung nimmt, weil die Durchschlagskraft ja eh nicht so insane ist. Und wenn man dann vielleicht doch mit dem Gerät dann eher noch mit der größeren Aufpilzung unterwegs ist, kann ich einfach mal testen, ob das nicht auch besser ist. So, dann haben wir das mal eben ausgetauscht. Das heißt, wir haben jetzt die Durchschlagskraft halbiert, aber die Aufpilzung quasi mal 4 gemacht. Und wir haben hier auch, glaube ich, direkt schon, ja, tatsächlich direkt den nächsten Kandidaten. Ich hoffe, er rennt jetzt nicht weg. War das der Ballermann? Ja, das war der Ballermann. Vom Gefühl her habe ich aber jetzt das Schulterblatt getroffen. Wir gucken uns das mal an. Ei, ei, ei. Und auf der Suche nach dem Reh rennt hier vorne noch eine Wildschweinrotte-Gruppe, wie auch immer, rum.
Das wäre natürlich auch insane, ne? Brunftschrei, europäisches Mufflon. Alter, ich bin ja gerade schwer angetan. Das sind ja jetzt gerade meine ersten Schritte nach langer Zeit mal wieder hier auf dieser Map. Und ich laufe ja jetzt hier gerade auf dieser ganz frischen Map einfach nur rum. Jetzt haben wir hier einen Mufflon hinter uns. Wir hatten schon, ich habe jetzt schon 3 Rehe hier gehört, beziehungsweise 2 auch gesehen. Plus eben noch die Wildschweine. Alter, das ist ja ganz abgefahren. Was geht denn hier ab? Wurden denn die Tieranzahlen, wurden das erhöht? Alter, nach dem Regen, ne, hier alles am Glänzen. Krass. Ich musste dem Reh gerade nochmal hinterher schießen, nochmal einen zweiten Schuss aufsetzen. Das war mit der geringeren Durchschlagskraft, war das, glaube ich, keine gute Idee, ey. Keine gute Idee, Alden. Und da oben kommen tatsächlich Mufflons an. Ich werd weich, Alter. Stufe 4, Mufflon. Ich bin immer noch hinter dem Reh her. Die kommen hier gleich vorbei, ey. Ich bin schon so einigermaßen gut getarnt. Also das Männchen nehme ich doch gerne mit. Mein erstes Mufflon. Guck mal da. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Nee, crawlen kann man die nicht. Stufe 4. Na, jetzt hast du dich aber hier gut versteckt, Alden. Na, komm. Jetzt bleibt er da stehen. Was sind das denn hier? 90 Meter ungefähr. 90 Meter! Das ist der Dreierballermann. 75, wir gehen ein bisschen drüber. Wir warten aber auch noch ein bisschen. Verdorricht, der kommt immer schlechter. Jetzt sieht er mich komplett. Und wir könnten auch noch hinterher schießen bei dem zweiten. Das war jetzt der erste Schuss mit der 308. Das ist ja nicht so weit, da gehen wir mal eben hin. Und Lecko Funny, die 308, regelt insane. Ganz, ganz wildes Gerät. Da haben wir es. Zack. Durch die beiden Lungen. Gut getroffen. Silberwertung, alles im maßigen Bereich. Mufflon. Krass. Erstes Mufflon. Macht schon Spaß. Und was sehen meine müden Augen? Da hinten ist der erste Wolf. Alter Leute, ich werd weich. Was haben die denn gemacht auf der Map? Das ist ja jetzt schon richtig geil. Es ist ja insane gut, Alter. Es ist ja wahnsinnig gut. Wir sind hier auf ungefähr 200 Meter auf dem Wolf. Ich kriege ihn nicht markiert. Doch jetzt. Mythisch. Wolf, Stufe 5. 200 Meter. Ach, come on. Ich dürfte noch einen zweiten setzen. Ja, das ist natürlich auch ein super Start auf die Map. Ich meine, das war jetzt hier gerade nicht so gut. Tatsächlich, der erste Schuss ging direkt auf, ja, direkt straight up auf das Schulterblatt. Und der nächste einfach nur in den Muskel rein. Zu wenig Durchschlagskraft. Also keine gute Idee. Das werden wir auch gleich direkt nochmal wieder ändern. Wir gehen hier auf die mit der größeren Durchschlagskraft und weniger Aufpilzung. So, wir sind hier allerdings, ja, bei der 303 sind wir gut ausgerüstet. Deswegen gehen wir jetzt mit der 303 natürlich auch noch weiter. Das ist die mit der großen Durchschlagskraft. Hat man vielleicht auch gemerkt.
beim Wolf. Alter, mythischer Wolf direkt. Ich hoffe, ich habe da irgendwie was Vernünftiges getroffen. Der rannte ja doch noch ein bisschen rum. Ei, 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 ei. No, noch nicht mal eine Base hier. Und es wird schon richtig wild auf der Map. Und da sind die Spuren und da liegt auch der Wolf. Oha, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin übelst gespannt. Goldwertung. Doch noch die Lunge getroffen. So hatte ich's gesehen. Abgefahren, Alter. Mega geil. Mythischer Wolf. So mythisch sieht er gar nicht aus, ne? Sieht eher ziemlich zahm aus. Aber mega geil. Und Goldwertung. Krass. Rabams. Da ist er fertig. Alter. Was hätte er denn haben müssen? 39. Nein, 0,6 von Diamond entfernt. Ah. Schade. Nächste Mal. Krass. 38,4er. Mythischer Wolf. Abgefahren. Ja, und wie gesagt, ich habe hier noch nicht mal eine Base auf der Map. Geschweige denn irgendetwas entdeckt. Völlig wild. Ich muss hier, glaube ich, erstmal anfangen. Ich muss hier erstmal einen Aussichtspunkt holen. Hier haben wir doch die Base. Abgefahren. Wir suchen uns erstmal eine Strecke, wo wir hinlaufen können. Ich würde sagen, wir laufen als erstes zu der Base, weil der Wind halt dahin nicht dahin geht. Und gucken, dass wir uns, dass wir da erstmal unterkommen und uns hier mal ein bisschen einrichten auf der Bay, auf der Map. Ja, da haben wir das nächste Reh. Wir könnten unser Glück nochmal versuchen. Hier auf knapp, ja, was sind das, vielleicht 150 Meter hinter der Kuppe. Wir müssen eh in die Richtung, ne? Wir müssen in die Richtung. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal grob dran vorbei. Ja, es sind 100 Meter. 100, 120. Passt. Ich schleiche mich gleich einfach ein bisschen näher dran. Und wir sind schon ganz nah dran hier. Man hört das Reh schon wieder schmatzen, Alten. Der Wind passt. Okay, direkt close. 20 Meter, Alter. 20 Meter. Da ist noch eins links. Ja, ja, da ist noch eins. Kleines Böckchen, 20 Meter. Wir gehen da nochmal ein bisschen dran. Und ich glaube, hier vorne haben wir jetzt hier... Ja, hier haben wir doch gleich eine ganz gute Sicht. No Scope natürlich. Über Kimme und Korn. Jetzt sind wir gleich bei 10 Meter. Wahnsinn. Wahnsinn. Und da hinten läuft tatsächlich noch das zweite. Aber da gehen wir nicht rein. Nicht mit der Munition. Und auf die Entfernung. Aber man kann die Munition ja auch tauschen. Und das heißt, wir gehen dann hier auf die bessere Durchschlagskraft wieder. Da hinten ruft er, der Lümmel. 180 Meter. Könnte knapp werden, oder? Auf 150, volle Breitseite. Wir werden sehen. Ja, das war natürlich jetzt hier wirklich close, ist aber auch für
Ja, immerhin Silberwertung für so ein Böckchen. Relativ viel Aufwand, muss man sagen. Ganz gut getroffen, Lunge getroffen, auf Herzhöhe. Hätte Herz sein können bei größerer Durchschlagskraft, aber leider nicht durchgekommen. Krass. Ja, also, das wäre wahrscheinlich durchgegangen mit der größeren Durchschlagskraft. Heikel. Komplett heikel, diese Munition. Ich bin davon noch nicht so richtig überzeugt. Was haben wir hier? Noch ein Böckchen. Und ich schieße direkt zweimal hinterher. Weil die Munition... Ach du Scheiße, noch welche. Weil die Munition, glaube ich, echt eher dafür gemacht ist. Zwei Schuss darf man setzen. Ich glaube, alles andere ist mit der Muni einfach zu tricky. So, das waren natürlich jetzt jede Menge Rehe hier auf der ersten Map auch schon. Absolut prädestiniert hier auf solchen Feldern, dann natürlich auch auf Rehe zu gehen. Abgefahren. Und ja, da haben wir doch den einen Kandidaten. Ganz gut getroffen, auch mit der 223, allerdings trotz allem keine Wertung. Mitgenommen und die beiden anderen liegen da hinten noch, nehmen wir auch noch mit. Ich würde sagen, die pflücken wir mal eben und dann sehen wir uns da vorne in der Base. Alter, es ist ja ganz wild hier in dem Bereich. Hier sind ja überall Rehe, ohne Ende Rehe. Das ist ja ganz, ganz abgefahren. Ich habe jetzt hier bestimmt 1, 2, 3, 4... Dann war unten in der Mulde 5, 6, da kam hinten nochmal 2. Sind 8. Oh, Wildschweine. Und hier sind nochmal. Das sind dann. Jetzt sind sie weg. Und ein Hoppel. Oh, guck mal, Hasen. 10 Rehe. Ist ja wild. Jetzt könnte ich natürlich noch die Hasen hier schießen, ey. Auf 200 Meter. Alter, und die Wildschweine kommen ja auch noch an. Also ohne Scheiß. Kurzer Zwischenstand. Die Überarbeitung dieser Map ist jetzt schon mal mega geil. Ich weiß, dass ich in den ersten Malen, wo ich hier rumgerannt bin, deutlich weniger Tiere gefunden habe. Man ist rumgerannt die ganze Zeit, hat gesucht. Und es war nicht so geil. Und jetzt in wirklich angenehmen Abständen, vernünftig platziert, vereinzelt, nicht so ganz riesig große Haufen, immer mal wieder was zu hören. Man ist die ganze Zeit irgendwie angespannt, es könnte irgendwo was sein. Es fühlt sich gerade mega gut an. Es macht gerade richtig Bock hier auf den überarbeiteten Maps. Ich freue mich schon mega auch auf die weiteren, auf die Wuhonga, auf die, ja, die Mexiko-Map, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal weitermachen. Ja, das hier ist natürlich auch mega gut. Alter, das wird richtig spannend. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir auf die Wildschweine gehen? Ich würde sagen, wir schießen uns nochmal ein paar Wildschweine zum krönenden Abschluss hier für den ersten Teil auf dieser Map. Der Wind steht auch gerade ganz gut. Rehe ohne Ende hier auf diesen Feldern. Alter, richtig abgefahren. Das ist Startgebiet hier. Und alles voll mit Rehen und jetzt auch noch im Idealfall die Wildschweine. Mega. Wenn es dir bisher gefallen hat, gern den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Dankeschön dafür, hilft wahnsinnig. Und wir schnappen uns jetzt nochmal die Wildschweine. Eine etwas schwierige Situation, weil wir hier natürlich jetzt ganz offen wieder sind. Auch hier muss ich noch mal ein bisschen ranrobben. Die sind ganz unten im Tal und ich komme ganz schwierig da jetzt dran. Zumindest nicht getarnt. Einzige Chance halt, zack, runter ins Robben gehen und hoffen, dass wir da nah genug rankommen oder auch in Sichtweite kommen. Abgefahren. Jetzt sollten wir hier vorne langsam in dem Bereich sein. Da stehen sie. Wir nehmen einfach alle. 75 Meter genullt. Zu weit hinten. Jetzt nicht in den Moors ballern, sondern ein bisschen gezielt. Haben wir getroffen.
Und den nehmen wir auch noch. Wir gehen auf 150 Meter. Perfekt. Und Licht auch. Alter, ohne Scheiß. Die 308. Das war zu hoch. Das war zu hoch, aber die laufen. Wir sind auf 150 Meter genullt. Die 308 ist so ein Wahnsinnsballermann. Okay, das reicht. Wir haben auch keine Munition mehr. Sehr schön. Abgefahren. Und da haben wir die ersten Kandidaten. Zack. Direkt von der Seite den Keiler genommen. Knapp am Herz leider vorbei. Silberwertung, nichtsdestotrotz richtig gut. Gerne mitgenommen. Schweineballern, immer wieder geil. Das nächste Mal muss ich in jedem Fall, wenn ich die Schweine habe und ein bisschen mehr Tarnung, dann die Rhino nehmen. Die haben wir ja heute gar nicht im Einsatz gehabt. Die Sundberg 454. Auch das Gerät natürlich ab Stufe oder ab Klasse 4. Heißt also, auch da wäre es eben für die Wildschweine durchaus geeignet, bis hin zum Büffel. Also ein Wahnsinnsballermann. Komplett übertrieben. Ei, 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 ei. Komplett übertrieben der Ballermann für Wildschweine. Aber so ein bisschen übertreiben kann man ja auch zwischendurch. Ich habe alle eingesammelt. Da vorne rufen die Rehe wieder und ich habe immer noch nicht eine Base oder den ersten Aussichtsturm geentert. Abgefahren. Was für ein Start hier auf dieser Map, auf dieser überarbeiteten Spanien-Map. Mega geil, mega geil. Es macht gerade wieder richtig Bock. Nicht zuletzt wegen der neuen Ballermänner, die jetzt hier mit im Game sind, ballert das richtig gut rein, macht es Bock. Also wirklich gerade richtig schön zu jagen. Weidmannsheil, ihr Lümmels. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Dankeschön dafür. Einen Daumen da lassen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.